Auf Forschung finden, Chemie, sprich Mineralien, Glückkerne finden. Okay. Hä, ich hab das doch gekriegt. Hä? Danke, Pock. Wie soll ich das denn? Hä? Moment mal, im Logbuch steht überhaupt nichts. Wir laden. Da steht ja auch nichts. Ich mach's einfach. Sind jetzt im Orbit von Kadera. Oh. Ich weiß auch gar nicht, warum ich diesmal auf X gedrückt habe. Ich drücke sonst immer auf A. Ach, ja, wenn da jetzt nichts ist, soll ich dann zu Nexus und mit Carrie reden? Oh, hallo. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du läufst wieder nicht weiter, du dumme Kuh. Jetzt gerade nervt sie mich einfach nur an. So. Bei der Kolonie. Das ist eine schöne Verarsche. Hallo, Ryder. Ja, super. Was für eine Verarscherei. Wahrscheinlich ist da ja auch vielleicht etwas, aber ich müsste da jetzt suchen. Aber da habe ich jetzt wirklich keine Lust mehr zu. Weil ich will die Folgen ja jetzt endlich beenden. Das Let's Play ist ja an sich zu Ende, ne? Ich kann echt ums Verrecken keine vernünftigen Helfer finden. Und jetzt zur Nexus.
sind jetzt im Orbit von Kadara. Ich finde die E-Mail ja auch noch nicht mal mehr wieder. Aber ich fand das gut, dass wir auch unseren Bruder steuern konnten. Auch wenn es nur ganz, ganz, ganz kurz war. Aber war cool. War mal was anderes, ne? Aber trotzdem haben sie ein bisschen falsche Sachen erzählt. Ne? Es hieß ja erst, wir könnten eine Romanze zu einem Krogan aufbauen. Ich weiß ja nicht, ob das noch kommt in einem DLC, aber naja. Und dann hieß es ja auch eigentlich, dass wir den anderen, also das andere Geschwisterchen, ne? Dass das ein Gefährte bei uns auf der Tempest sein wird und uns begleiten wird. Oder halt nicht begleiten wird, aber halt anwesend sein wird. Und das war ja nun gar nicht, ne? Also, das fand ich jetzt schon ein bisschen enttäuschend. Ich meine, was hat das dann so richtig wirklich für so einen Sinn gemacht? Das hat ja nicht wirklich Sinn gemacht, ne? Ach, sie ist irgendwo da oben. Die Angara sind Überlebenskünstler und bereit, uns zu helfen. Sie werden großartige Verbündete abgeben. Warum kommt sie denn jetzt auf einmal damit? Sie sind zurück. Sie kommen immer zurück. Ich habe mir nach dem Angriff der Cat Sorgen um sie gemacht. Ich hatte keine Angst vor ihnen. Ich hatte nur Angst um sie. Alles wird sich jetzt ändern. Ich will mit der Dokumentierung von Meridian beginnen und sie sind bestimmt auch beschäftigt. Nicht alles wird sich ändern. Nicht, wenn wir es nicht wollen. Nun, dann haben wir ja beide etwas, woran wir uns festhalten können. Toll. Ich bin begeistert. Ich finde es ja im Grunde gesehen ja wirklich lustig, dass wir durch die Galaxie switchen, dann können wir das überspringen, außer wenn sie jetzt halt in ein komplett anderes System fliegt, die Tempest. Aber warum? So, und dann wird aber natürlich bei jedem Planeten eine andere Sequenz abgespielt. Hier Aya, Hawal und sowas alles. Wie die Tempest da dorthin fliegt und landet und wie die Tempest dann wegfliegt halt. Wieso können wir das nicht überspringen? Das wäre wesentlich angenehmer. Angeblich habe ich den Ort gar nicht erkundet. Ist mir im Prinzip jetzt aber auch Pillepalle. Weil ich bin durch. Der Schauplatz Ihres Triumphs, Ryder. Sehen Sie sich diese Gaswolken an. Kein Wunder, dass Meridian so lange unentdeckt blieb. Anomalie auf den Sensoren. Ja, das ist schon ein ganz komischer Planet, ey. Wir sind in einem stabilen Orbit. Lustig, ne? Ich glaube, wir können den Planeten nicht erkunden. Nope, können wir nicht.
Hallo? Huchala. So. Ryder, eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist verfügbar. Sehen wir sie uns an. Moment, es gibt eine zusätzliche Sicherheitsebene. Was hat Jean Garson gleich nochmal gesagt? Das Codewort lautet Fulcrum? Es hat funktioniert. Das ist die letzte Erinnerung, die Ihr Vater verschlüsselt hat, aus der letzten Planungsphase für die Abreise der Hyperion. Kerstis, danke für den Anruf. Nicht viele geben auch zu, mich zu kennen. Ich schulde dir was. Wir hatten gute Zeiten auf der Citadel. Vakarian? Mein Sohn Garrus arbeitet jetzt dort. C-Sicherheit. Und? Er sagt, der Rat hält Commander Shepherds Geschichte für Schwindel. Aha. Aber? Privat sind sie da angeblich nicht so sicher. Diese Bedrohung, die heißen Reaper? Shepard nennt sie so. Es geht um einen Zyklus, ein Massensterben, das alle 50.000 Jahre passiert, galaxieweit. Und angeblich soll bald wieder der Wecker klingeln. Unglaublich. Ich weiß. Aber Garrus hat gesagt, dass Shepard total vernünftig ist. So wie du. Ein N7. Wenn der Commander also sagt, dass diese Reaper kommen, dann will ich nicht dabei sein. Danke, Kestis. Mach's gut. Ja. Ich habe mich umgehört. Könnte was dran sein. Wenn es wirklich zum Krieg kommt, wird es einen Ressourcenbedarf geben wie noch nie zuvor. Das Chaos wird gigantisch sein. Wir sollten den Zeitplan beschleunigen. Aber ohne den Grund zu verraten. Bloß keine Unruhe. Die Archen müssen unterwegs sein, bevor der Kampf beginnt. Wir dürfen nicht ins Kreuzfeuer geraten. Richtig. Ist noch etwas? Sie sprachen schon vor Jahren von Rettung für viele. Sie wussten, was kommt. Ich wusste, dass etwas kommt. Theoretisch. Durch Shepard wurde es real. Jetzt, da Sie recht behalten haben? Brauchen wir eine neue Heimat. Wir werden alles sein, was von der Zivilisation übrig bleibt. Sam. Ja, Pathfinder? Finde meine Kinder. Ich muss mit ihnen reden. Dringend. Und wie geht's Ellen? Nach wie vor in Stase. Ihre Krankheit schaltet dadurch nicht weiter fort, wie erhofft. Ihre Kapsel muss auf die Hyperion, unter falschem Namen. Ich sag's den Kindern, wenn die Zeit reif ist. Was? Sam, übertrage den Pathfinder-Zugang. Erinnerungen verschlüsseln. Noch besteht Hoffnung für deine Mutter. Was? Mom ist hier? Sie lebt? Alec hat jede Kenntnis dieser Erinnerung blockiert. Ich weiß erst jetzt wieder, dass er befohlen hat, Ellen in Stase zu versetzen. Er hoffte dadurch, eine Verschlimmerung ihrer Krankheit aufzuhalten, bis eine Heilung möglich wäre. Das hätte niemals ein Geheimnis sein dürfen. Ihr Vater war gegen falsche Hoffnungen. Das ist der Grund, warum sie zum Pathfinder gemacht wurden. Um dafür zu sorgen, dass sein Ansatz auch umgesetzt wird. Wo ist Mom jetzt? Hier auf der Hyperion. Ellen liegt in einer Stase-Kapsel unter dem falschen Namen Elizabeth Riley. Die Reaper, ich habe von Anfang an gesagt, dass ich mit hundertprozentiger Sicherheit, also dass ich mir sicher bin, dass dieser Aufbruch nach Andromeda nur aus diesem Grund geschieht, weil sie Leute in Sicherheit bringen wollten vor den Reapern. Ich wusste es. Das war also Dads Plan. Alec konnte nicht mit dem Gedanken leben, dass Ellen gesund wird, nur um zu erfahren, dass sie gestorben sind. Er opferte sich selbst, um zu gewährleisten, dass sie und Scott eines Tages mit ihrer Mutter vereint werden. Außerdem war er besorgt, dass seine Informationen über die Reaper und den Wohltäter geheim blieben. Er vertraute ihnen dieses Wissen an. Weitere Loks mit relevanten Informationen sind jetzt in Alecs Quartier freigeschaltet. Jetzt wissen wir, was Jean Garson gemeint hat. Etwas Großes hat den Wohltäter in Angst versetzt. Es waren diese Reaper.
Was weißt du über sie? Ein Spectre in der Milchstraße, Commander Shepard, strengte 2183 eine Untersuchung über die Existenz eines alten Volkes an, das Reaper genannt wurde. Shepards Informationen besagten, dass die Reaper die Milchstraße alle 50.000 Jahre überfallen, um jedes komplexere organische Leben zu vernichten. Angeblich wiederholt sich dieser Zyklus schon seit Jahrmillionen. Shepard behauptete, die Rückkehr der Reaper stünde unmittelbar bevor. Aber warum wurde Gian Garson ermordet? Erinnern Sie sich an Garsons Wort über den Wohltäter. Jetzt werden 100.000 von uns nach Andromeda geschickt. Ich hoffe, es ist zu unserem Besten, aber ich habe meine Zweifel. Was bedeutet das? Wer war oder ist der Wohltäter? Unbekannt. Das war vor mehr als 600 Jahren. Hatte Shepard recht? Sind die Reaper zurückgekehrt? Zusätzliche Loks wurden im Quartier ihres Vaters freigeschaltet. Ihre Implikationen sind beunruhigend. Ihr Vater hielt es für sinnvoll, dass Sie diese Informationen erhalten, sollte ihm etwas zustoßen. Alles klar. Ich muss zu Mom. Ja, erstmal müssen wir uns diese Loks angucken. Die persönlichen Loks ihres Vaters. Wir sind soeben in Andromeda angekommen. Bevor der Rest der Hyperion aufwacht, habe ich überprüft, ob wir irgendwelche Signale aus der Milchstraße empfangen haben. Anscheinend ist sie irgendwann im Jahr 2186 komplett untergegangen. Wir sind gerade noch rechtzeitig rausgekommen. Commander Shepard hatte recht. Genau wie unser geheimnisvoller Wohltäter. Ey, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass dieser geheimnisvolle Wohltäter der Unbekannte ist. Aber das kann doch nicht sein. Hier spricht das Palavan-Oberkommando. An alle turianischen Einheiten in Reichweite. Katastrophaler Angriff der Reaper. Macht für Dorian ist tot. Bodeneinheiten suchen den Nächsten in der Herrschaftsfolge. Werden Anweisungen erteilen, sobald alle runter! Dieses Geräusch habe ich nicht vermisst. Das Personal der Allianz wird gebeten, sich für eine Notfall-Eilmeldung bereitzuhalten. Dies ist ein galaxieweiter Alarm für alle Gebiete der Menschen. Fleet Admiral Stephen Hackett hat Bedrohungslage Säbel 1 verkündet. Feindpräsenz im Sol-System bestätigt. Erde wird von Reapern angegriffen. Ich wiederhole, Angriff der Reaper läuft. Weitere Anweisungen folgen auf verschlüsseltem Kanal Crimson Tacit. Der Himmel schütze uns. Hallo Alec, hier ist Liara Tassoni und wir schreiben das Jahr 2186. Ich weiß nicht, ob Sie diese Nachricht überhaupt erhalten, aber wir haben vor einigen Jahren mal korrespondiert. Ich erinnere mich, dass Sie von einem Plan zur Ansiedlung in Andromeda sprachen. Ich weiß nicht, ob Ihre Schiffe es aus der Milchstraße rausgeschafft haben, aber hier ist etwas Furchtbares passiert. Ich bin bei Commander Shepard und einer tapferen Crew. Wir versuchen, eine Waffe zu bauen, um das Ruder doch noch herumzureißen, aber ich fürchte die Zivilisation, wie Sie sie kannten. Die Bevölkerung der Milchstraße, wie Sie sie kannten, könnte endgültig untergehen. Sie sind möglicherweise alles, was übrig bleibt. Bitte vergessen Sie uns nicht. Bewahren Sie uns in Ihren Herzen und berichten Sie Ihren Kindern von den Wundern, die es einst gab. Im Namen der Crew der Normandy SR2. Hier spricht Dr. Liara Tassoni. Ende der Nachricht. Da muss ich ein kleines Tränchen vergießen. Alec, hier ist Gian Garson. Für die Akten, Jahr 2185. Es geht um Fulcrum. Ich bin auf der Nexus und wir gehen für die Reise in die Stase. Anscheinend schlafen sie schon. Ich bin sehr beunruhigt wegen unseres Wohltäters. Zumal wir immer noch nicht wissen, wer es ist. Und das Leben so vieler liegt in unserer Hand. Ich hätte früher etwas unternehmen sollen. Ich mache mir große Sorgen, Alec. Wir müssen reden, sobald Sie Andromeda erreichen. Alec, hier ist Gian Garson. Ich hätte früher etwas unternehmen sollen. Ich mache mir große Sorgen, Alec.
Wir müssen reden, sobald... Jean, ich habe Ihre Nachricht über Fulcrum erhalten. Wir haben jetzt 2819. Wir haben Andromeda erreicht, aber es gibt keine Anzeichen von der Nexus. Ich teile Ihre Befürchtungen. Höchstwahrscheinlich ist die Milchstraße... Also, dort ist etwas Schreckliches geschehen. Wenigstens das hat der Wohltäter uns erspart. Aber wozu das Versteckspiel? Irgendwas stimmt nicht. Aber wir haben im Moment dringlichere Probleme. Habitat 7 ist möglicherweise ein Fehlschlag. Im Moment zählt nur, dass wir ein Zuhause finden. Das war's. Das ist doch... Ich sichere diese Berichte aus der Milchstraße. Es ist die einzige Kopie und ich will nicht, dass es bekannt wird. Was immer auch passiert ist, es war vor 600 Jahren. Eines Tages sagen wir es vielleicht allen, wenn der Zeitpunkt stimmt. Ich denke, wir wussten immer, dass es kein Zurück gibt. Aber wer ist dieser Wohltäter? Oh Mann, das ärgert mich jetzt. Ich will das wissen. Scheiße. Boah, das ärgert mich. Wer ist das? Wer bist du denn? Jessras Kaufladen? Keine Ahnung, wer du bist, aber... Alle diese Wege. Immer aufrecht, Ryder. Ich werde versuchen, überall zu landen. Hoffnung. Ja, ich wäre nicht hier und könnte das alles erleben, wenn wir nicht unseren Geist und unser Herz geöffnet hätten. Wir alle. Sie sind selbst für einen Angara absolut einzigartig, Jor. Ich weiß nicht, ob ich mich je an all diese Gefühle gewöhnen werde. Das werden Sie. Wenn auch nur, weil Sie es müssen. Okay. Kleine Drogen. Das ist der Hammer. Nee, ich muss jetzt zu meiner Mom. Ich habe jetzt keine Zeit. Okay, das ist die Kapsel, von der du mir erzählt hast. Wer ist Elizabeth Riley? Wenn du eine Person wieder in deinem Leben haben könntest, wer wäre das? Naja, Mom natürlich. Ich meine... Moment mal. Elizabeth Riley. ER. Das sind ihre Initialen. Soll das etwa heißen? Ich habe Dads letzte Erinnerung gesehen. ER ist Alan Ryder. Er hat sie hierher gebracht. Scott, das ist Mom. Ich weiß nicht, wie... Wow, wie ist das möglich? Dad hat sie so sehr geliebt. Er konnte sie nicht aufgeben. Nicht mal, als es eigentlich schon zu spät war. Er hat zwar selten voreilig gehandelt, aber am Ende haben seine Emotionen doch seine Entscheidung bestimmt. Unfassbar. Es hat sich also ausgezahlt, dass Dad so ein Dickschädel war. Ich könnte ihn umarmen und ihm dann eine reinhauen. Warum hat er uns das verheimlicht? Dasselbe habe ich auch gesagt, aber ganz ehrlich, spielt das wirklich noch eine Rolle? Sie ist hier und am Leben. Okay, holen wir sie da raus. Davon rate ich ab. Was? Obwohl Ellen am Leben ist, würde durch die Aufhebung der Stase auch ihre Krankheit weiter fortschreiten, was letztlich zu ihrem Tod führen könnte. Können wir sie nicht heilen, Sam? Es sind schließlich 600 Jahre vergangen. Genau das war der Plan ihres Vaters. Was soll das heißen? Alec hatte gehofft, wir würden in Andromeda neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen, die uns Antworten liefern können. Und wir haben auf unseren Reisen durch Helios tatsächlich wertvolles Wissen über Genetik erworben. Informationen, die zu einem Heilmittel führen könnten. Dennoch ist Geduld erforderlich. Im Moment sollten Sie sich darüber freuen, dass sie noch lebt und dass Ihre Taten ihr eines Tages das Leben retten werden. Achte einfach darauf, dass ihr nichts passiert, Sam. Wir haben sie einmal verloren. Nochmal werden wir sie nicht verlieren. Es war meine ursprüngliche Aufgabe, Alan Ryders Überleben sicherzustellen. Und ich hoffe, wir drei werden sie eines Tages erfüllen. Gemeinsam.
Oh mein Gott, wer ist denn... Als ich aufgetaut wurde, war die ganze Aufregung mit dem Archon schon vorbei. Schade, da haben Sie wirklich was... Das Vermächtnis der Hyperion setzt sich fort, Pathfinder. Das Dunn-Manöver steht jetzt in den neuesten Flughandbüchern der Archen. Es wird beschrieben als kontrollierte Reduzierung eines Masseneffektfeldes und mit dem Schwung wird dann der Aufprall durch Außenhüllenablation gedämpft. Hoffentlich schreiben diese Kerle nicht auch die Geschichtsbücher. Völlig nichtssagend. Und was ist mit uns? Gibt's ein Pathfinder-Gambit? Ein Rider-Manöver? Leider nicht. Sie müssen sich mit "hat die Ansiedlung der Menschheit veranlasst" zufrieden geben. Auch okay. Sie kommen schon drüber weg. Guten Tag, Pathfinder. Sie entschuldigen, dass ich mich kurz fasse. Ich bin völlig überlastet. Ist das gut oder schlecht? Gut natürlich. Wir bringen langsam die Hauptbuchten der Hyperion zum Einsatz. Rechnen Sie also mit vielen neuen Gesichtern. Wie sind Sie zur Initiative gekommen, Darla Vas Hyperion? Das ist fast schon peinlich simpel. Ich habe als Kind bei den Quarianern gelebt. Meine Eltern waren Botschafter bei der Migrantenflotte. Wir haben so gelebt wie Sie, unter sterilen Bedingungen. Ich hatte meinen eigenen Umweltanzug. Ich habe 10 Jahre lang keinen Erdboden berührt. Die Aussicht auf 600 Jahre auf der Hyperion war für mich überhaupt nicht bedrohlich. Im Gegenteil, es war eher tröstlich. Ich denke, viele würden es bevorzugen, festen Boden unter den Füßen zu haben. Aber dank Ihnen haben wir jetzt beides. Ich lebe jetzt an einem Ort, der Technologie und Natur miteinander verbindet. Fast so wie in meiner Kindheit. Ich liebe Meridian. Was haben Sie bislang über diese Welt erfahren? Ich fürchte, ich habe mich nach innen gewandt und mich nur auf die Schläfer und unsere gefallene Hyperion konzentriert. Ich bin dankbar, dass die Arche ein Teil unserer Zukunft bleibt. Dieses Schiff hat ein Herz. Es ist eine Heimat. Was könnte Meridian von mir benötigen? Nicht Meridian, die Schläfer. Sie benötigen eine Gelegenheit. Und die erhalten Sie durch unsere Fähigkeit, sie zu wecken. Sie haben eine direkte Schneise durch die Kette geschlagen. Aber ohne Ressourcen, ohne die Lebensfähigkeit von Andromeda, kommen wir nicht richtig voran. Es ist so wie immer. Ressourcen sind der Schlüssel zu unserer Zukunft. Arbeit gibt's immer. Aber die Galaxie macht zurzeit einen viel freundlicheren Eindruck. Zum Glück habe ich meinen Anker auf Ihrem Schiff. Dann ist es zumindest schon mal einer, Oldtimer. Oldtimer? Das verbitte ich mir. Prozesswechsel wird eingeleitet. Melde Problem. Verschiebung. Kann ich nicht sagen. Ich bin noch nicht sonderlich... Pathfinder, die Arbeit geht weiter. Es ist, als wolle man einen Asari-Dreierstift in eine Karbuchse stecken, aber es geht weiter. Ganz ehrlich, diese Multispezies-Tech zusammenzubringen, ist eine hammerschwere Aufgabe. Kriegen Sie es nicht hin? Doch, verdammt. Natürlich kriege ich es hin. Aber der Boss soll ruhig wissen, dass das richtig harte Arbeit ist. Was haben Sie bislang über diese Welt erfahren? Ich habe gelernt, wie wenig ich es weiß. Verbindung mit diesen Systemen herzustellen, ist Wahnsinn. Wenn Ihr Sam hier nicht geparkt wäre, wüsste ich nicht, was wir tun sollten. Ich versuche alles, um die Integration in die Energiestruktur von Meridian voranzutreiben. Kein Wort löst bei einem Tech mehr Brechreiz aus als Integration. Was könnte Meridian von mir benötigen? Nicht Meridian. Wir alle. Ich weiß von dem Kind, Pathfinder. Finden Sie es. Das ist die Zukunft. Was ist Ihre Geschichte, Hunter Carey? Wirklich, Pathfinder? Das ist die Andromeda-Entsprechung von "schönes Wetter heute". Aber okay. Ich habe in unserem Familienbetrieb gearbeitet, bis Opa gestorben ist. Danach ging es allen nur noch darum, alles aufzuteilen. Unangenehme Festtage kann ich von überall ausfallen lassen. Also kam ich hierher. Familie, Sie verstehen? Das war bestimmt hart für alle Beteiligten. Das ist keine Entschuldigung. Alles ist hart.
Es geht nur darum, wie man damit umgeht. Ich bin hier, um etwas aufzubauen. So wie wir alle. Dank Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Pathfinder? Wer ist er denn hier? Woher haben Sie das alles? Eine Welt in einem Planeten. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir noch gar nicht entschieden haben, wo wir leben werden. Sie und Sid? Ja, darum ging's doch, oder nicht? Ein Zuhause, Wurzeln schlagen, neu anfangen. Sid hat dazu bestimmt auch eine Meinung. Nicht bloß eine. Aber Sie haben recht. So wie ich Sie kenne, will sie vermutlich hierbleiben, weil hier die Action ist. Ich hätte gerne etwas Ruhiges. Kämen Sie mit ruhig überhaupt zurecht? Ich glaube schon. Irgendwo auf einem Hügel, wo ich flammend rote Sonnenuntergänge sehen kann. Ja, dort wäre ich glücklich. Ryder, Sie müssen mir was versprechen. Nämlich? Wenn Sie mitkriegen, dass ich hier viel Zeit verbringe, sorgen Sie bitte dafür, dass ich gehe. Ich könnte an einem Ort wie diesem mit einem Blinzeln 20 Jahre verlieren. Ich werde bestimmt andere Aufgaben für Sie haben. Gut. Ja, bitte. Ich mein's ernst. Gehen Sie jetzt. Ich habe zu tun und muss nachdenken und grübeln. Ja, ich komm. Was wollen Sie? Stimmt was nicht? Oh Gott, Pathfinder, verzeihen Sie den Smalltalk. Es dauert ein paar Sekunden, mein menschliches Gesicht zu aktivieren. Was kann ich für Sie tun? Was haben Sie bislang über diese Welt erfahren? Haben Sie die Veränderung an den Reliktschiffen bemerkt? Sie machen Dinge. Es heißt, das sei automatisierte Wartung, aber 7 der größten Schiffe haben außen angedockt. Die Energie wurde zurückgefahren, dann verschwanden sie. Wir haben sie in der Geißel verloren. Ich kann bald keine Überraschungen mehr sehen. Müssen wir uns Sorgen machen? Ich habe als Teenager ein Buch gelesen. Clark. Da ging es um den Erstkontakt. Aber es gab gar keinen Kontakt. Es war nur ein Schiff auf dem Weg zu einem anderen Ort. Ich habe mich klein gefühlt, weil ich und die Menschheit nicht der Mittelpunkt von allem war. Es hat mich demütig gemacht, war aber auch tröstlich. Die 7 haben das Gleiche gemacht, aber das war nicht tröstlich. Dieser Ort, Pathfinder, ist nach wie vor größer als wir. Helios ist nach wie vor größer. Was könnte Meridian von mir benötigen? Ihre Arbeit sollte getan sein. Ich will Ihre Bemühungen keinesfalls kritisieren, aber gemäß Plan sollten wir keine Pathfinder mehr brauchen. Genau genommen ist alles in bester Ordnung. Archen gesichert, Außenposten errichtet. Ja, wir nähern uns der Normalität. Oder sagen wir so, normal ist von hier aus bereits sichtbar. Wie sind Sie zur Initiative gekommen, Ihora? Es gibt viele Arten von Pionieren. Ich sollte das organisatorische Fundament, der Chief of Operations, auf einer Arche sein. Wie hätte ich das ablehnen können? Außerdem freut es mich sehr, dass meine Kolonisten-ID D46 Chicago lautet. Die Anzahl der menschlichen Chromosomen? Meine Heimatstadt. Aber das andere ist auch interessant. Bis zum nächsten Mal. Natürlich, Pathfinder. Im Training bleiben, hm? Man will ja nicht abschlafen. Dieser Ort ist ideal zum Joggen, wenn man dem Äquator folgt. Als würde man die größte Wand der Galaxie rauflaufen. Mal versuchen?
Ich habe einen ganzen Cluster gerettet. Wann bekomme ich endlich mal frei? Tut mir leid. Wir sind Helden. Helden dürfen niemals ausschlafen. Da hat sie allerdings recht. Das war's also. Leute, das Let's Play ist zu Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und sage tschüss. Wir sehen uns in einem neuen Let's Play. Stehlen Sie sich davon? Mit dem Boss ist eine Party ungenießbar. Haben Sie die Leute gefragt? Ich wette, die meisten sehen das anders. Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, das zu würdigen, nach irgendeinem Protokoll. Aber es gibt keines. Ihr Vater hat diese Position ins Leben gerufen, doch Sie haben sie definiert. Wir haben getan, was nötig war. Das hier wird immer auf uns warten. Aber da draußen ist eine ganze Galaxie und Sie alle sind Pioniere. Deshalb sind Sie hier. Wir sind noch nicht fertig. Übrigens, was ich euch noch sagen wollte, bevor ich mich komplett verabschiede. Ich hatte es gerade vergessen. Mir ist gerade die Sache eingefallen mit den Jadan, die ja die Angara erschaffen haben, also gezüchtet haben und Meridian erschaffen haben, die Relikte und alles drum und dran. Ich habe da vorhin nicht viel zu gesagt, weil es mich eigentlich ein bisschen kalt gelassen hat, denn es wirkte für mich ein bisschen wie eine Kopie von den Reapern, was sie halt mit den Proteanern gemacht haben und mit all den anderen Spezies, die sie ja dann auch in eine andere Form, in eine Form von sich selbst verwandelt haben. Deswegen auch das mit den Cat, weil die haben das ja auch genauso gehandhabt und ich weiß nicht, also da ist zwar anscheinend noch irgendetwas Großes, was wir nicht momentan nicht begreifen können, ob wir das erfahren werden, das weiß ich auch nicht. Fakt ist nur, das mit den Cat, das haben sie ein bisschen halt kopiert von den Reapern, das ist meine Meinung. Ja, dass diese Jadan halt irgendwelche Alien-Züchter sind, macht sie zu etwas noch Größerem oder Schlaueren. Man wird sehen. Geschichtsmäßig finde ich das nicht so interessant, weil das hat trotzdem nicht so diesen Bam-Effekt, den ich mir eigentlich für das Ende gewünscht hatte. Naja. Und zum guten Schluss wollte ich noch sagen, dass ihr ja in meinem Let's Play nur einige Ausschnitte der anderen Romanzen mitbekommen habt, halt das Flirten und das, was ich halt zeigen konnte. Dann natürlich im Ganzen die Jawl-Romanze. Ich kann euch leider die anderen Romanzen nicht zeigen, aber die liebe Lumpengräfin hat auf ihrem Kanal die ganzen Sequenzen zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern, die ganzen Romanzsequenzen natürlich.
Und ihr könnt da natürlich reinschauen, wenn ihr euch für eine Romanze interessiert, die ihr selber nicht spielt oder die ich nicht gespielt habe oder wenn ihr sie bei irgendjemand anderem nicht gesehen habt, dort müsst ihr euch natürlich kein Let's Play reinziehen, sondern ihr könnt euch einfach diese gewünschte Szene ansehen, Flirting mit Vetra oder wie es halt zum Akt mit Phoebe kommt oder die Loyalitätsmission mit Cora. Auf jeden Fall könnt ihr euch das da anschauen. Es ist ein super Kanal, ist auch eine ganz liebe. Und ja, ich verlinke sie noch später hier in dem Video. Und jetzt sage ich endgültig Tschüss, bis zum nächsten Mal.